Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade so lache, ich habe gerade einen Part gefailed. So wirklich, so richtig gnadenlos versagt. Ich blende euch jetzt einfach mal kurz hier ein. So, wir sind also wieder hier am Start. Ich sehe hier direkt den Secreto Room. Nein, warte mal. Ring of Phasing, will ich das? Okay, pass auf, wir machen das jetzt ultra cheesy, ja? Oh ja, Leute. Ich weiß, das ist das allerlängste. Oh nee, das ist ja dieses Drecksbett. Ich hasse die. Holy shit. Holy shit. Lasst mich doch in Ruhe. Was habe ich euch getan? Was? 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 Warum? Junge, ich habe die ganze Zeit rechts geklickt. Oh nein. Nein. Okay, ich habe gerade wirklich die ganze Zeit rechts gedrückt. Leider wahrscheinlich nicht auf dem Beat. Okay, also, passt mal auf, wir nehmen uns das jetzt noch nicht. Vielleicht. Obwohl, das hört sich so an, als würde das Ding jetzt gleich enden. Deswegen machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Ich glaube, ich hätte mir den Glasspeer zuerst holen sollen, aber egal. So, ich glaube, der macht übelsten Damage. Ich glaube, 4 Stück oder so. Wir haben den Ring of Peace, das heißt weniger Gegner. Das ist doch schon mal was. Wir haben den Schlüssel. Jetzt steht dem Ganzen ja gar nichts im Wege. Ihr müsst sehen, wie ich... Nein! 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 What the fuck? Oh, what the hell? Ich habe... Oh Gott, nein! Junge, ohne Spaß. Das ist nicht gestellt, Leute. Ich habe mich gerade ausgeruht und bin versehentlich auf den Stick gekommen. Ihr wisst schon... Oh. Das wird sowas von als Outtake reingeschnitten. So, ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, ne? Manchmal läuft es halt besser, manchmal schlechter. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, die Diamanten lassen wir jetzt einfach mal verfallen. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich hier die Miniboss oder so krieg. Dann können wir jetzt einfach direkt einsteigen. Ich will ja heute Zone 2 machen. Heute haben wir wieder die ganz normalen Custom Tracks drin. Ups, fail. Also der Part war wirklich richtig gut eigentlich. Ich hätte ihn eigentlich auch so hochladen können. Einfach weil er gut war, aber... Hey, wisst ihr was? Ich will auch, dass ihr wieder ein bisschen was an Zone 4 seht, deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen das mal so. Wardrum ist ganz gut. Also es gibt ja auch noch irgendwie so eine Health Drum oder so eine Blood Drum, wie sie heißt. Kompass ist natürlich auch sehr gut. Oh, Freeze Charm, perfekt. Wahrscheinlich mein Lieblingscharm sogar. Wenn ihr einfach gehittet werdet, wird der Schaden verhindert und alle Gegner im Umkreis werden gefreezed. Yep. Und das ist natürlich mega gut. So, nein, wir brauchen keinen Charm. Hallo Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich war ausgestattet mit Ring of Peace. Weniger Gegner. Boots of Pain, das heißt, ich mache mehr Damage im direkten Feld vor mir, ja. Ich hatte die Titanlanze. Ich hatte, was hatte ich noch? Ich hatte den, ja genau, also ich war super ausgestattet auf jeden Fall, ne. Und ich hatte es gefailed, indem ich an meiner eigenen Bombe gestorben bin, ja. Die eigene Bombe. Oh Gott, Alter. So traurig. Die Welt ist wirklich schlimm. Ja, das liegt echt daran, dass ich die Beats verkackt habe, nehme ich mal an, oder? Muss ja fast schon. Wow, 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 boy. So, den haben wir auch gepackt. Ich will eigentlich nur diesen blöden Glasschlüssel haben, dass ich es weg habe. Aber irgendwie will das Spiel mich nicht lassen. So, super. Dich nehmen wir auch noch mit. Und ich glaube, wir brauchen hier eigentlich gar nichts mehr. Das ist ja nur Level 1. Ich glaube, in Level 2 findet man den Schlüssel. Den Glasschlüssel. Und da muss man halt durchhalten. Bis Zone 3. Was heißt Zone 3? Bis Level 3. Laberst du, Junge. So, wir kriegen hier nochmal ein Utility-Item. Ich hoffe, dass da jetzt... Oh mein Gott, bitte kein Feuerdrache. Es ist ein Feuerdrache. Oh ja, klar. Junge, lass mich doch in Frieden. Oh Junge, ich pack's einfach nicht bei den Dingen. Gut, also wir haben es geschafft gegen den Drachen immerhin. Ich wünsche jetzt einfach, dass wir nicht noch irgendwelche anderen fiesen Gegner hier sehen werden, aber es wird sowieso passieren. Seien wir doch mal realistisch. Da ist schon wieder so ein richtiger Troll in der Wand, so wie immer, Leute. Ich weiß nicht, was los ist gerade, aber ich bin gerade richtig in der Aufnahmestimmung und deswegen versuche ich hier natürlich möglichst viel zu schaffen hier. Oh, nice. 2 Diamonds. Das heißt,
Oh, warte mal, was ist denn los? Also ihr seht's wirklich, wenn ihr die Diamanten nicht verbraucht im Shop, dann sind die quasi wieder im Pool und werden wieder gespawnt, soweit ich das hier richtig verstanden habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass es so funktioniert. So. Das juckt die gar nicht, ne? Die sind auch gegen Feuer gepanzert. Gegen Feuerung gepanzert. What the hell? Das packe ich ja gar nicht. Das packe ich echt irgendwie nicht. Wenn diese Spells einfach so aufgehen. Ich weiß nicht, ob das an meinem Controller liegt. Kann sein, aber... Leute, das ist einfach nur so unnötig. Weil dann habe ich im Prinzip so die Bombe auch platziert, ne? Holy shit, Mann. So, ich muss noch den Glasschlüssel finden. Wo auch immer der ist. So, wo ist er denn? Stell dich mal nicht so an, Kollege. Ah, da ist er, gut. Das heißt, wir haben ihn noch gefunden. Infernal Torch auch noch geholt. So, ich denke, der Song ist gleich zu Ende. Oh, das könnte uns super helfen. Helps with Traps, warum nicht? Cheaper Shops, der super, ne? So, das sieht ja fast schon gut aus, oder, Leute? Holy shit, Alter. Zum Glück zählt sowas nicht, um den Glasschlüssel zu zerstören. Wäre das jetzt passiert, Leute? Ey, Junge, ich könnte ein Highlight-Reel machen von den Fails, die ich gebracht habe wegen dem Glasschlüssel, ja? Wo ist dieser gottverdammte Schlüssel? Ja, wo muss der rein? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wohin? Ich habe gleich den ganzen Floor ausradiert. Komm einfach raus jetzt. Ich will doch einfach nur fertig sein. Alter. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, Leute, ne? Und da ist es fast passiert. Oh mein Gott, ist das das Schloss? Yes! 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 Oh mein Gott, jetzt muss ich noch den Boss besiegen für Coolness Points und dann ist GG, Leute, ja? Ja, wir haben ihn besiegt. Was heißt besiegt, ja? Was bitte schon besiegt, ja? Ich habe einfach nur so einen Drecksschlüssel mitgenommen und reingesteckt, ja? Da habe ich nichts besiegt. Okay, Glass Torch, ich nehme lieber die Infernal Torch. Holy shit, ja, Leute? Ich pack's ja gar nicht, ne? So, also ihr seht schon, mit manchen, also mit erhöhten Damage kann man gewisse Blöcke kaputt machen. Und das ist natürlich dann einer von den Blöcken, den man damit kaputt machen kann. So, wir gehen mal durch. Vielleicht kriegen wir hier noch was raus aus dem Shop. Warte mal, das ist der Phasing Attack, ne? Das heißt, der geht durch Wände durch, schätze ich mal, wenn man den wirft. Ich glaube, es ist auch wirklich so. Wir nehmen uns den Freeze Spell. Der ist mir lieber als der Feuer Spell, und zwar um einiges sogar. Und dann versuchen wir hier zu verschwinden, weil ich habe den Glasschlüssel reingesteckt. Wir haben es geschafft, wir haben ihn befreit, den Guten. Und da ist mir jetzt eigentlich alles egal auf dieser Welt. Auch Death Metal kann da gar nichts, ja. Der kann gar nichts. Ich wollte es nur mal sagen, aber... Okay, anscheinend kann er blocken. Das ist relativ gut sogar. Wow. What the hell? Wieso habe ich da jetzt gerade
War das wegen meinen Boots oder was, dass er noch Schaden genommen hat? Ich schätze mal schon. Ja, haben wir schon gesehen, schöne Sache auf jeden Fall. Jetzt können wir noch kurz in die Lobby zurückgehen und sehen, was da jetzt los ist. Ja, ne? Warte mal, hier waren wir schon, das haben wir, da ist, sind noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gesehen haben anscheinend. Janitor war es auch, was hier? Hi. Diamond Dealer. Take these on your next non-all-zones run. Alter, das ist ja mal mega geil. Cool, das heißt, wir haben jetzt 8 Diamanten, damit können wir uns im Prinzip nochmal besser equippen und in Zone 4 gleich reingehen, das ist ja mal mega gut. Ist hier noch irgendwas, vielleicht können wir hier was kaufen noch? Nee, wir haben alles, glaube ich, leer gekauft jetzt, also wir müssen jetzt alle Items im Pool haben. Und dann machen wir das doch, oder? Ja, auf jeden Fall. So, wir gönnen uns direkt hier das. Und das nehmen wir uns auch noch mit. Und warum nicht? Nehmen wir uns das auch noch mit. Und dann dürfte es relativ gut laufen, ne? Zone 4, no sweat. Gut, also ich glaube nicht, dass es no sweat wird, aber egal. Wir brauchen natürlich das. Ist ja klar, der Bogen ist wesentlich besser. Ich hasse dieses Viech. What the hell? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, Leute. Was zur Hölle? Was war denn da gerade los? Wieso Schrank? Was zur Hölle? Was sind das für merkwürdige Blöcke? Ich habe keinen Plan, du. Ja, also ich muss sagen, ich kann dieses Viech überhaupt nicht ausstehen. Das geht mir jetzt schon so auf den Geist. Was für Schrank? Was wollt ihr? Okay, schön, dass sie direkt gestorben sind. So, aufladen. Wir kriegen hier sicherlich noch was. Oh, perfekt, mein Leben. Leute, das könnte ja fast schon was werden hier. What the hell? Ich meine, ich hab mir auch so viele Items gerade gegeben, dass das eventuell relativ einfach sein sollte. Aber unterschätzt das nicht. Das Coole ist, man kann mit der Waffe im Prinzip selber auch noch buffern, indem man einfach reloadet. Das heißt also, wenn ich mal offbeat bin oder so, oder für einen Gegner. Leute, da müsst ihr aufpassen, dass... What the hell? What the hell? Zum Glück habe ich das gerade noch einigermaßen geblickt. Junge, du, heieiei. Das ist aber auch, denke ich, ohne solche Items gar nicht so einfach. Wir hätten uns einfach früher schon den Glaskey holen sollen. Was ist das für ein Viech, Mann? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was daran besonders ist. Dieses Schrank geht mir ein bisschen auf den Keks. What the hell? Was ist das? Okay, also scheint, also wenn man Damage drückt, ist man anscheinend kleiner auf dem Block. Also so funktioniert das anscheinend. Ich weiß nicht, ob das jetzt an irgendwelchen Items liegt, die wir haben, aber... Keine Ahnung, Leute. Ah, hier ist ein Spawner. Ach, das ist jetzt... Ach, der Spawner ist quasi die Exit-Door, okay. Mal schauen, was das hier ist. Ich weiß, dass das irgendwelche Dinger sind, die explodieren. Okay, habe ich jetzt gerade Schaden genommen? Keine Ahnung. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Und das sieht auch wirklich nicht so aus, als wäre hier irgendein Shop am Start. Vielleicht. Lass mal lieber schauen, weil ich will jetzt den Run hier schaffen. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir doch noch irgendwas kriegen würden, aber es sieht nicht so aus. Schade. Vielleicht hier unten? Ach, schade. Okay, egal. Wir sind trotzdem relativ gut ausgestattet. Also hier gibt es anscheinend einen Shop. Hölle ist das für ein Gegner, Mann. Der macht mich jetzt schon verrückt. Okay, hier mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegen. Stimmt ja, die Dinger können ja diagonal laufen. Okay, wir kriegen hier nochmal ein bisschen Damage. Ich glaube, das Damage ist wichtig. Storage und das auch. Also, wir sind gut ausgerüstet jetzt. Okay, also ich konzentriere mich gerade, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Okay, also das. Jetzt wissen wir, was dieses Shrink bedeutet. Wir können nicht vom gleichen Block aus nochmal angreifen. Ist natürlich ein bisschen fies. Wow! Ich,
Ja, das ist auf jeden Fall fair, ne? Also ich muss sagen, so teleportiere mich in eine Bombe rein, das ist auf jeden Fall Fairness, die Definition von Fairness. Das juckt ihn doch nicht, ob das fair ist. Warte mal, man kann die killen mit dem Bogen? Das ist ja geil. Mit den anderen Waffen geht's natürlich nicht, ne? Logik. Logik at its best. So. Also dieser Pfeil und Bogen ist ja sowieso eine richtig coole Waffe. Keine Ahnung. Funktioniert da einfach richtig gut. Ja. Der muss sich immer selber suiciden, ja. Das ist hier das fliegende Suizidkommando. Wer es aus das Leben des Brian kennt. Oh. Wie viel? 10 Kills? Das ist mir zu viel. Hauptsache, ne? Komm mal her. Komm mal her. Okay, gut. Also ihr seht ja mit diesem Shrinken, das ist so eine, ja, relativ nervige Angelegenheit. What the hell? Kriegen wir auch nicht kaputt. Die Shield Scroll ist gut. Ich glaube, wir gehen jetzt auch gar nicht mehr nach oben. Wir versuchen jetzt einfach unser Bestes. Wo auch immer wir ankommen. Und hier geht der Beat nämlich richtig ab, Leute. Oh Gott. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass mir schnelle Beats besser liegen als langsame. Ach so, ja klar. Macht ja auch eigentlich Sinn. Wenn wir überlegen, ja. Ich habe jetzt noch ein halbes Herz, das ist eigentlich ziemlich fair, die Angelegenheit hier. Ach so, ja klar, wir teleportieren uns einfach da runter. Okay. Aber hey, wir sind relativ weit gekommen hier. So schlecht ist es ja gar nicht, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Und 0 Diamant, damit kann ich jetzt nicht viel kaufen, aber naja, egal. Das heißt, ich glaube, die Items sind dann auch gar nicht im nächsten Run dabei. Schade. Aber ich denke, so dürfte eigentlich Zone 4 relativ gut machbar sein. Vielleicht sogar schon im nächsten Part. Vielleicht spiele ich einfach offscreen ein paar Diamanten her und dann dürfte es funktionieren. Vielen Dank, dass ihr dieses Mal dabei wart. Und ciao, bis zum nächsten Mal.